Was hat die deutsche Bundeswehr zur Verfügung? Diese Frage stellt sich seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten. Seit der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz rückt das deutsche Militär wieder vermehrt in den Fokus. 11 Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht. Nach der historischen Rede vom Bundeskanzler am 27. Februar 2022 fiel nach nur 17 Minuten die Zahl, über die alle reden. Mithilfe eines Sondervermögens von bis zu 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr auf Vordermann gebracht werden. Wie schwierig das wird, verdeutlicht nun Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Im Bundestag wies die SPD-Politikerin auf erhebliche Defizite in den Streitkräften hin. Lambrecht brachte auch konkrete Zahlen mit. Wollen wir uns diese mal ganz kurz etwas näher anschauen. Wir haben zum Beispiel auf dem Papier 350 Schützenpanzer der Marke Puma. Davon sind tatsächlich aber nur 150 einsatzbereit. Noch eklatanter ist der Unterschied beim Kampfhubschrauber Tiger. Von 51 Maschinen können gerade mal 9 abheben. Vielleicht liegt das daran, dass man einen Kampfhubschrauber Tiger genannt hat. Um der Verantwortung in der NATO nachzukommen, müssten laut Lambrecht allein für den Kauf von Munition 20 Milliarden Euro eingesetzt werden. Übrigens eine kleine Randnotiz: Deutschland übernimmt ab 2023, also in etwas mehr als 8 Monaten, wieder die Speerspitze des Verteidigungsbündnisses. Wusstet ihr das? Hierzu eine kleine Grafik. Auch unser Monopoly-Experte Christian Lindner moniert den miserablen Zustand unserer Streitkräfte und möchte die 15 Jahre Vernachlässigung des Militärs nun endlich beenden. Ich zitiere: Es geht nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik, aber um eines: Man muss kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Ende des Zitats. Und deshalb muss die Bundeswehr ertüchtigt werden. Jawohl. Ich telefonierte kürzlich mit einem Freund, einem ehemaligen Offizier der Bundeswehr. 12 Jahre war er bei der Truppe. In Auslandseinsätzen hat er gemeinsam mit anderen Ländern Militärmanöver trainiert. Als ich ihn fragte, was er denn von dem unerwarteten Geldsegen hält, lachte er nur. Nur weil die jetzt vielleicht 100 Panzer in den Hof stellen, kann Deutschland nicht auf einmal besser kämpfen. Aber ist das wirklich so? Stimmt das? Ist die Bundeswehr so heruntergekommen, dass selbst diese riesige Summe sie nicht mehr retten kann? Ich meine, wir reden hier von 100 Milliarden. Und sind wir vielleicht selbst schuld daran, weil wir uns jahrelang auf den Schutz anderer Länder verlassen haben, die mehr Geld in ihr Militär stecken? Und bekommen wir jetzt dafür die Quittung? Konkret, wir haben unsere Sicherheit in Anführungszeichen in die Hände der USA gegeben. Oder war das vielleicht sogar so gewollt? Ich kann diese Frage für euch nicht beantworten. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt. Was viele nicht mehr auf dem Schirm haben. Versuche zur Modernisierung der Bundeswehr gab es bereits einige in der Vergangenheit und sind bisher kläglich gescheitert. Unsere Flinten-Uschi zum Beispiel, Ursula von der Leyen, holte die McKinsey-Managerin Katrin Suda, eine Wirtschaftsberaterin, mit ins Boot. Sie sollte die Bundeswehr wie ein Unternehmen durchleuchten und auf Effizienz umpolen. Das Experiment kostete allein zwischen 2015 und 2016 mindestens 200 Millionen Euro und endete in einem Untersuchungsausschuss. Da fehlen einem die Worte, oder? Ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer 47 leitete eine groß angelegte Strukturreform ein, die deren Nachfolgerin Lambrecht jedoch so wenig überzeugte, dass sie gleich wieder gestoppt wurde. So kann man natürlich auch Steuergelder verballern, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber schaut man sich die gescheiterten Umstrukturierungsmaßnahmen der Vergangenheit an und führt man sich die 100 Milliarden Euro nochmal vor Augen, dann sehe ich zumindest eine große Gefahr, dass viel Geld und wirklich sehr viel Geld in ein komplett kaputtes Militärsystem gepumpt wird. Wenn wir eins aus den letzten 2 Jahren gelernt haben, dann doch dies. Der Korruptionssumpf ist tief. Die Sorge vor politischer Vetternwirtschaft bei diesem Rüstungsprojekt ist doch berechtigt, oder? Bestimmt knallen irgendwo bereits die Sektkorken. Ja, ich weiß, das mag übertrieben klingen. Doch auch im Bundestag sorgt man sich vor industriepolitischer Einflussnahme auf die neuen Rüstungsprojekte. Ich zitiere: Ich warne alle meine Kollegen davor, dieses so wichtige Vorhaben, die dringend notwendige Ausrüstung und Modernisierung der Bundeswehr durch Wahlkreisgeklüngel untergraben zu wollen. Ende des Zitats. Das sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. In der Industrie dagegen wittert man das große Geschäft. Rheinmetall, einer der führenden deutschen Rüstungskonzerne mit Sitz in Düsseldorf, hat der Regierung gleich nach der Zeitenwendenrede von Olaf Scholz ein Sofortpaket im Umfang von 42 Milliarden Euro angeboten, darunter Munition und Kettenfahrzeuge. Fragt man Experten, wären die Mittel in anderen Bereichen aber möglicherweise besser aufgehoben. Zum Beispiel an der digitalen Front. So sind beim 2017 gegründeten Kommando Cyber- und Informationsraum immer noch 2000 Stellen für IT-Feldwebel vakant. Keiner will, keiner kann, keiner kommt. Wenn dir dieser Videobeitrag gefallen hat,
freue ich mich über einen Daumen hoch von dir. So hilfst du, den YouTube-Algorithmus zu triggern und die Reichweite des Videos zu erhöhen, damit es noch mehr Menschen sehen können. Ich veröffentliche täglich Videos über Wirtschaft, Politik und mehr. Über dein Abonnement mit Glocke freue ich mich, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald, dein Mentor.